Ja, hallo und Servus. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview und heute freue ich mich überhaupt besonders, weil heute habe ich den Gewinner der ersten Affiliate-Meisterschaft dran. Und das heutige Thema geht es mit Online-Marketing von 19,58 Euro auf 1,4 Millionen Umsatz. Und mein spezieller Gast ist heute der Jens Neubeck und am besten er stellt sich gleich mal selbst vor. Ja, hallo und Servus nochmal. Ja, servus Roland, ja, danke für die Anmoderation. Mein Name ist Jens und ich bin 31 Jahre jung. Ich komme aus der schönen Südpfalz, hört man unschwer an meinem Dialekt. Werde mal gleich einen Übersetzer einblenden, falls es Verständigungsschwierigkeiten gibt. Pfälzisch, Deutsch, Deutsch, Pfälzisch, dass wir das da irgendwie hinkriegen. Ja, du hast ja schon gesagt, Affiliate Marketing, irgendwie hat es so meine Leidenschaft entfacht und irgendwie bin ich da reingekommen. Ich wusste am Anfang gar nichts, also wirklich nichts. Ich habe in den ersten 9 Monaten 1958 verdient. Also nichts. Ich hätte Pfandflaschen sammeln können, wäre erfolgreicher gewesen. Und in der Zeit habe ich einfach erfahren, wie es nicht funktioniert. Und dann habe ich glücklicherweise den Ralf Schmitz als Mentor gewinnen können. Ralf Schmitz, der Affiliate-König, der hat mir alles beigebracht, was man wissen muss im Marketing. Und so konnte ich mich zum Top-Affiliate entwickeln über die letzten Jahre. Und dann im letzten Jahr habe ich es dann geschafft, 1,4 Millionen Umsatz einzufahren. Und das mit meinem Online-Business, wo ich eigentlich am Anfang nur den Traum hatte, so ich will aus meinem 9-to-5-Job raus, ich will mein Hamsterrad hinter mir lassen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will in meiner Freiheit leben. Und das war eigentlich so mein Ansatz. Und dann bin ich da irgendwie reingekommen und mich hat es aber auch einfach zugegebenerweise unheimlich fasziniert, dieses Thema. Und ich war da unglaublich lernbereit und habe mir das alles angeeignet, habe viel investiert, Zeit, Geld, um das alles zu lernen. Ja, und heute habe ich die Möglichkeit, einfach mein Business von überall gestalten zu können und einfach da sehr flexibel und frei sein zu können. Ja, das ist top. Also 1,4 Millionen ist natürlich top. Und bevor ich gleich zur ersten Frage komme, eigentlich, du hast ja ein Geschenk mitgebracht. Also wenn man bis zum Schluss dabei ist, dann gibt es ein spezielles Geschenk von dir, oder? Gibt es ein Geschenk, ja. Gibt es eine Fallstudie. Super, ja. Eine Fallstudie und eine Videoserie. Ich habe so dieses Wissen, weil bei mir war am Anfang immer so, weißt, vielleicht kennst du das, ich habe mich verzettelt. Ich habe einen Kurs gekauft und dann wusste ich 2 Tage, was ich machen soll und danach habe ich nicht gewusst, so okay, was ist mein nächster Schritt? Ich habe dann eine To-Do-Liste gehabt, die wurde immer länger und gefühlt irgendwie wusste ich nicht, was ist mein erster Schritt, mein 5. Schritt, mein 7. Schritt. Und ich habe einfach den roten Faden nicht gehabt. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und ich war komplett überfordert am Anfang mit dem ganzen System. Und das Ganze habe ich in eine Fallstudie gepackt und habe genau meinen Weg dokumentiert und wie ich es gemacht habe von 19,58 € auf 1,4 Millionen. Und der entscheidende Faktor ist immer, wenn du dir die richtige Frage stellst, wirst du die richtige Antwort erhalten. Und in dieser Fallstudie geht es darum, wie du lernst, die richtige Frage zu stellen, um worauf du achten musst, welchen Fokus du ausrichten musst, damit du dir wirklich ein Business erschaffen kannst, das dich dann letztendlich frei macht, was auch immer deine Definition von Freiheit ist. Ja. Das heißt, wieso hat es eigentlich die ersten 9 Monate nicht so richtig bei dir geklappt? Ja, ich kenne das natürlich auch irgendwo von, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch unterbrochen habe, ich kenne das natürlich auch, weil ich sage immer, das ist Hoffnungsmarketing. Ich habe auch einen Kurs nach dem anderen gekauft und im Endeffekt, man fängt mit was an und ist nicht einmal fertig und macht schon das Nächste, ja. Also was mit dem Faktor war, es gab 2 Faktoren. Erstens war so Thema Ego. Ich wollte unbedingt mein eigenes Produkt rausbringen, weil ich gesagt habe, ja, ich bin ja der Jens Neubeck und ich will unbedingt ein eigenes Produkt haben. Dabei wusste ich aber noch gar nicht die ganze Spielregel, weil ein Produkt zu erstellen, das ist ja kein Hexenwerk, das kann eigentlich an sich jeder. Aber das Marketing außenrum, das ist wesentlich anspruchsvoller. Und dann der Fokus Produktentwickler und Marketing zu machen, da geht einfach eins von beide flöte. So, und ich habe einfach zu viel Fokus auf Produkt gerichtet und zu wenig auf Marketing. Ich habe Marketing nicht gekonnt und mein Produkt letztendlich auch nicht verkauft. Das war mal so das erste Thema Ego-Sache. Und da ist es, glaube ich, entscheidend, sein Ego vielleicht am Anfang ein Stück weit zurückzustellen. Natürlich, man kann ein eigenes Produkt entwickeln und das funktioniert, aber Affiliate Marketing ist einfach eine sensationelle Möglichkeit, um erstmal zu starten und Marketing zu lernen. Weil das ist auch so der Faktor, was viele nicht können. Die können einfach das Marketing nicht. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und der zweite Faktor, warum es tatsächlich nicht in dem Maße funktioniert hat, wie ich mir das erträumt hatte oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe einfach mitgewusst, was ist der erste Schritt. Und ich möchte es mal vergleichen mit einem 5000-Teile-Puzzle. Stell dir vor, auf dem Boden liegen 5000 Einzelteile und
Meine Schwester hat mir das damals gesagt, weil die puzzelt gern. Und dann sage ich, Nadine, ich finde es faszinierend, wie du das machst, schon 5000 Einzelheiten. Ich würde Durchblick verlieren. Sagt sie, ja Jens, das ist ganz einfach. Sagt, ja, Geld, du fängst vom Rand aus. Sagt sie, nee, das mache ich nicht. Ich gucke mal zunächst erstmal den Karton an. Wie sieht denn das Bild aus? Sage ich, stimmt, macht ja eigentlich Sinn. Und dann bringe ich den Rand in die richtige Reihenfolge und sortiere die Puzzleteile. Ne? Und das ist auch im Online-Marketing. Die Kurse da draußen sind einzigartig und gut, das sind geile Kurse, doch meistens nur einzelne Puzzleteile vom großen Gesamtbild. Und das sorgt oftmals dafür, wir haben zwar den mega Facebook-Kurs, aber wir wissen nicht, was nach Facebook passiert. Und da fehlt uns etwas. Und wir können zwar Werbeanzeige schalten, wir wissen aber nicht, wie man Marketing macht. Das heißt, wir können die Anzeige nicht richtig positionieren. Ja, und so ist es wichtig, dass einfach das eine ins andere fließt. Und ein Satz, der mich damals geprägt hatte und den mir der Ralf gefühlt tausende Mal gesagt hat, war, verändere das System nicht, sei kreativ beim Traffic. Damals wusste ich nicht um die Bedeutung. Heute weiß ich die Wertigkeit dieses Satzes. Denn verändere das System nicht. Das ist immer dein Marketing-Trichter. Schau, dass du Leads sammelst, dass du Kontakte sammelst, regelmäßig E-Mails schreibst und sei kreativ beim Traffic. Das ist das, was auf deine Webseite kommt. Und zwar, bei mir in dem Fall ist es Google, YouTube und Amazon. So, und wenn mich jemand fragt, Jens, wie wurdest du Top-Affiliate und wie konntest du die erste Affiliate-Meisterschaft gewinnen, sage ich, ich habe mir eine Liste aufgebaut, E-Mails geschrieben und meine Liste habe ich aufgebaut mit Google, Amazon und YouTube. Thema Ende. Und da sind meistens viele dann enttäuscht, wo sie sagen, ja, so einfach, sage ich, ja, so einfach. Und bis ich das verstanden habe, dass der Erfolg in der Einfachheit liegt, das hat echt ein paar Monate gedauert. Und der erste Monat, wie gesagt, habe ich gelernt, wie es nicht funktioniert. Okay, super. Das kenne ich von wo. Ich denke, der größte Engpass, den wir alle haben, ist eigentlich der Traffic und die Reichweite, ja, weil wenn es kein Traffic hast, kannst du das beste Produkt haben. Ja? Und du magst echt nur diese drei Traffic-Quellen oder magst du sonst auch noch irgendwas dazu? Gut, ich meine Partner. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief reingehen, weil das wird viele überfordern. Also ich habe Kooperationspartner, die empfehlen meine Produkte und das gibt natürlich auch Traffic. Aber jetzt mal meine eigene Traffic-Aktivitäten sind immer Keyword-spezifischer Traffic. Warum? Ich liebe Keyword-spezifischen Traffic, weil die Leute suchen gerade ein Thema und wollen gerade eine Lösung. Das heißt, die sind schon vom Modus her, ja, ich möchte jetzt gerade etwas kaufen. Vergleichsweise, stell dir vor, jemand geht bei Google rein und gibt ein Hundefutter kaufen. So, dann hat er ja gerade eine Absicht, etwas zu kaufen. Bei Facebook oftmals ist es so, der hat zwar das Interesse Hund, aber ob er jetzt gerade Hundefutter braucht oder nicht, das wissen wir ja nicht. Und deswegen muss ich erstmal den Bedarf bei Facebook wecken. Facebook hat mit Sicherheit Vorteile, aber ich habe mich spezialisiert auf Keyword-spezifischen Traffic. Weil ich einfach sage, da ist die Absicht viel, viel größer. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich mich organisch platzieren kann. Beispielsweise, Facebook hat, wenn du einen Post setzt bei Facebook, ist die Aufmerksamkeit des Postes ca. 4% deiner Freunde bzw. deiner Community. 4% sehen den Post. Von den 4% interagieren 60%. Das heißt, bei 1000 Freunden sind es roundabout 4-5 Likes, was du auf diesem Post oder 4-5 Kommentare, was du kriegst. Und YouTube beispielsweise hat eine Aufmerksamkeit von fast 2 Monaten, wo das Video online ist. Und jemand gibt ein spezifisches Keyword ein und trotzdem kriege ich immer noch Traffic. Facebook ist so diese Down-Mentalität, einfach mal durchscrollen. YouTube ist, ich habe ein konkretes Ziel, ich suche eine Lösung. Und das ist einfach für mich der größere Hebel, das Ganze zu machen. Und so habe ich mir halt meine 32.000er Kontaktliste aufgebaut. Und man sagt ja nicht ohne Grund, jeder Kontakt in der E-Mail-Liste ist 1 Euro pro Monat wert. Und wenn du also 5.000 Euro verdienen willst, brauchst du 5.000 Kontakte. Ja. Das habe ich auch schon gehört. Es funktioniert bei mir. Ja, gut, 32.000, wie lange hast du gebraucht für die Kontaktliste von 32.000? Wie lange? Ich war jetzt zugegebenerweise nicht der Schnellste. Also ich habe ja die ersten 9 Monate habe ich erstmal komplett verschwendet. Da sind wir dann schon bei 2016. Und eigentlich so mein Startschuss waren die Affiliate Days 2016. Dann habe ich den Ralf Schmitz kennengelernt. Und ich weiß es noch, am 4.11.2016 habe ich es erst schon mal 1.411 Euro an einem einzigen Tag verdient. Also in etwa das, was ich früher damals netto hatte.
Und dann ist es eigentlich erst losgegangen. Also so Anfang 2017 hat es angefangen, das heißt gute 3 Jahre habe ich jetzt gebraucht. Ich war, wie gesagt, nicht der Schnellste und da geht es mit Sicherheit schneller und manche haben das mit Sicherheit schneller hingekriegt. Aber ja, so 10.000 Kontakte im Jahr im Schnitt, wo ich mir aufbaue. Okay. Klar. Hin heraus natürlich, 19 waren wesentlich mehr als 18 noch. Ja, ja, klar. 10.000 Kontakte. Und hast du investiert da in Werbe? Hast du Werbebudget gehabt oder ist das eigentlich alles eher kostenloser Traffic gewesen? Ja, zum Teil. Am Anfang hatte ich wenig Budget. Also am Anfang hatte ich kaum Budget. Also da haben ja echt 2 Euro Tagesbudget wehgetan. Also 60 Euro im Monat war für mich echt ein Paket. Dann sehr viel organisch gemacht, also kostenlose Traffic und dann irgendwann baust du halt einen Budgetstock auf und dann sind halt auch nur 5 Euro drin Tagesbudget. Also ich habe ganz klar angefangen und habe das dann immer weiter ausgebaut und hochskaliert. Und vor allen Dingen war es halt immer so, ich war schon immer saukreativ, wenn es darum ging, Leads zu sammeln. Beispielsweise, vielleicht kannst du dich noch erinnern, meine Akademie Lerne von den Besten, wo ich die 12 Beste interviewt habe. Und da war ja so gerade dieser Hype, Kongresse und so. Ich bin persönlich zu den Heat gefahren und habe mich mit denen unterhalten. Und die fanden das Konzept so genial, weil ich nur 12 Speaker hatte. Und die haben für mich dann gemailt damals. Und es waren dann irgendwie 4.500 Kontakte, die ich dort aufgebaut habe. Und so ist es halt immer weitergegangen und immer weiter aufgebaut. Und irgendwann hatte ich dann halt ein bisschen Budget und habe das Budget dann hochskalieren können. Und jetzt heute, ja, haben wir doch ordentliche Budgets, was wir ausgeben können und haben so die Möglichkeit einfach, ich sag mal, im guten Monat zwischen 1.500 und 2.000 neue Kontakte zu kriegen. Okay, ja. Das ist sehr gut, ja. Was sind denn eigentlich die größten Fehler, was man so am Anfang machen kann, ne? So der größte Fehler ist zunächst erstmal die Schuld bei alle anderen zu suchen. Die Schuld, der Kurs ist schlecht, der Marketer ist schlecht, die Marktlage ist schlecht, das Internetbusiness ist schlecht und sowieso Verrufe. So, die Schuld bei anderen zu suchen, weil du bist schuld, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, es liegt nur in deiner eigenen Einstellung und Mentalität. Und in den meisten Fällen ist es so, die Leute suchen die Schuld bei anderen. Die Kurse sind geil, die Kurse sind gut. Doch, dass die Ergebnisse nicht realisiert werden, liegt zu 90% an dir. Dass du mit dem falschen Mindset rangehst, also jetzt nicht du, sondern einfach allgemein, dass man mit dem falschen Mindset rangeht an das Ganze. Und dass einfach da die falsche Mentalität ist. Das ist mal so der erste Fehler. Zweitens, sich Produkte zu suchen, wo es nur ums Geld geht. Die suchen sich Produkte, da geht es um 3,50 Euro mehr Provision und dabei haben sie keine Affinität zu diesem Produkt. Ganz ehrlich, wenn ich doch Hundebesitzer bin und spreche über Katze und mag nicht mal Katze, wie soll das ankommen? Das merkt doch jeder, dass ich keinen Bock auf Katze habe. So, das nächste ist, konzentrieren sich zu sehr auf den nächsten Hype. Da kommt eine neue Strategie, mein magisches Blogsystem und das kauft man sich, weil man irgendwie denkt so, wow, der Blog, das ist geil. Und Blog ist auch geil, aber das muss zu dir passen. Wenn du nicht gern schreibst, dann macht der Blogsystem keinen Sinn. Dann guck doch lieber, dass du ein Videosystem holst, weil du vielleicht mehr Video machen willst. So, auch das ist ein Fehler. Der nächste Aspekt ist die Marketingsprache. Viele, die da draußen unterwegs sind, lernen nicht Marketing. Ich möchte es mal vergleichen. Stell dir vor, das ist eine Metapher. Stell dir vor, du weißt alles über ein Stück Fleisch. Alles, alles. Du weißt jede Faser, jede Beschaffenheit, Lebensdauer, was das Tier gegessen hat, alles. Du hast Bücher gelesen, Seminare besucht und Coachings gemacht. Du weißt alles. Du kannst ein Workshop von 4 Tagen halte. Am Ende des Abends kriegst du aber den Grill nicht an, dann wirst du hungrig bleiben. Und das ist genau der entscheidende Faktor. Viele bleiben hungrig, weil sie Marketing nicht lernen, weil sie zu sehr auf Produkte gehen. Ja, mein Produkt hat 478 Videolektionen, 13 Checkliste und das und das und das und das. Das interessiert niemanden. Das Produkt ist immer nur ein Vehikel von A nach B. Und der Interessent will nur wissen, wie löst mein Problem? Wie bringt es mich an mein Ziel? Und das ist genau der entscheidende Faktor. Das ist Marketing. Zu überlegen, was ist das Problem meines Interessenten? Was ist das Ziel?
Und dann eben das Ganze in eine interessante Story zu verpacken und eine authentische Geschichte erzählen. Hey, ich selbst war immer wieder in der Situation, dass ich 3-4 Kilo zu viel um den Bauch rum hatte und habe mich nicht wohl gefühlt und wollte einfach diese 3 Kilo wegkriechen. Und ich habe dann eine Kur gemacht, ohne Jojo-Effekt, und zwar eine Low-Carb-Kur. Und die hat mir unglaublich dabei geholfen, mich besser zu fühlen und diese 3 Kilo zu lösen. Wenn auch du in der Situation bist und gerne die letzten 3 Kilo loswerden willst, klick unter dem Video mal den Button. Dort habe ich ein cooles Produkt und dort wird gezeigt, worauf du achten musst. Thema Ende. Das ist Marketing. Und nicht irgendwie, ich habe einen Low-Carb-Kurs, der halt 478 Rezepte hat und 17 Checklisten und 13 Ernährungspläne und was weiß dann ich noch alles? Und noch 40 Facebook-Gruppe. Ich bin kein Low-Carb-Coach, ich bin kein Ernährungscoach, aber einfach nur zum Verdeutlichen. Yeah. Marketing ist das Entscheidende. Und der letzte Fehler ist so dieses Hopping, dieses, ach ja, hier cooles Produkt, ach ja, hier ist auch noch ein cooles Produkt und dort ist ein cooles Produkt und das. Und auf einmal hat man 5 Produkte und das alles abzuarbeiten, das wird einfach den Rahmen sprengen. Lieber ein Produkt, das konsequent und damit Ergebnisse einfahren, dann wird es auch funktionieren. Und das sind so, glaube ich, die wichtigsten Fehler. Es waren jetzt 5 coole Tipps, ja. Also es waren 5 Fehler, die ich, glaube ich, auch alle am Anfang gemacht habe. Und vor allem, man sollte das Produkt, das man selber bewirbt, sogar immer, sollte man selber kaufen, selber verwenden und ausprobieren, damit man dahinter steht. Das ist ja halt auch immer der Fehler, dass viele einfach ein Produkt bewerben, wie du schon sagst, dass es 3 Euro mehr gibt, aber sie wissen gar nicht, was sie da bewerben. Für ja, definitiv. Und ich bewirbe eigentlich nur mehr Produkte, die ich selber kenne, wo ich dahinter stehe und alles andere lasse, egal ob ich da jetzt 100 Euro mehr kriege oder weniger. Ja, jetzt ist natürlich die große Preisfrage oder die große Gretchenfrage, wie schafft man es, 5-stellige Einnahmen im Monat zu generieren? Oder wo kann man solche Sachen lernen oder wo gibt es so einen Ort Fahrplan? Weil ich kenne das natürlich auch von früher. Ich bin ja auch Kunde von Ralf Schmitz und habe auch eigentlich dort das meiste gelernt, muss ich sagen. Ich bin auch Kunde von euch und habe bei euch auch sehr viel gelernt. Aber mir kommt es vor, speziell bei so Low-Price-Kursen, dass das wirklich, wie du sagst, nur ein Puzzleteil ist und ich brauche dann 100 Stück, damit ich so einen richtigen Vorplan habe. Aber interessant wäre ja so richtig, ich komme ja auch von der Technik und bei uns in der Technik war es immer so, wenn ich einen Fehler behoben habe, habe ich immer Schritt für Schritt Anleitung gehabt. Oder wie ein Pilot seine Checklisten durchgeht und sowas wäre natürlich meiner Meinung nach das Ideale, wenn ich Schritt für Schritt Anleitung habe, ich weiß, jetzt muss ich den Punkt machen und ich arbeite das Ganze nur ab und habe dann meinen Plan eigentlich. Das ist genau der entscheidende Faktor und genau das hat mich immer so ein bisschen verwundert, dass immer nur so einzelne Puzzleteile, einzelne Schnipsel rausgegeben wurden. Und an dieser Stelle kann ich sagen, es ist okay, dass man einen Kurs kauft und ich habe auch schon einige Kurse gekauft, aber letztendlich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich funktionieren. Und genau aus diesem Grund habe ich diese Fallstudie entwickelt. Diese Fallstudie zeigt als allererstes mal so, was ist denn eigentlich die Zusammenhänge? Wie baut man eigentlich so ein Business auf? Was ist denn eigentlich wichtig? Welche Frage sollte man sich stellen? Was ist zu beachten? Im zweiten Video sprechen wir so ein bisschen über den Mythos des Online-Marketing. Gerade so dieser Aspekt Hoffnung. Ich kaufe den nächsten Blog, super Strategie, dabei passt es eigentlich gar nicht zu mir. Und wie finde ich raus, was passt zu mir und vor allen Dingen auch, was will mein Kunde? Und dann geht es einfach darum, die Lösung ist viel, viel einfacher, als man denkt. Denn wenn man weiß, wie diese Dinge zusammenhängen, dann ist es nicht mehr als ein Wochenende, was man dafür braucht. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, ich möchte es mal gerne mit einem Blatt Papier vergleichen. Stell dir vor, du nimmst ein Blatt Papier, teilst es in die Mitte. Und die rechte Seite des Blatt Papier ist ein Marketing-Trichter. Also, wie sammle ich Kontakte? Wie verkaufe ich meine Produkte? Wie automatisiere ich das Ganze? So, das ist so der Trichter. Das ist so die Basis. Und erinnere dich an den Satz, verändere das System nicht. Das ist genau das, dieser Trichter. Und sei kreativ beim Traffic. Das ist immer auf der linken Seite. Und genau da auch zu schauen, welcher Traffic passt zu mir? Welcher Traffic passt zu meiner Stärke? Bin ich eher Richtung Blog? Kann ich eher eine Google-Strategie oder bin ich Videos, eine YouTube-Strategie oder schreibe ich leidenschaftlich gern, eher eine Amazon-Strategie. So, und mit diesem Traffic füttere ich meinen Trichter. Und genau das schauen wir uns in dieser Serie exakt an, wie man jeden einzelnen Schritt geht. Das heißt,
Wenn man diese Serie konsequent durchmacht und auch die Übungsaufgabe wirklich konsequent macht, dann kann man sich nicht mehr verzetteln, weil es sind ganz klare Schritte, es ist ein ganz klares System, das immer wieder funktioniert. Und mittlerweile, ich glaube mir in aller Bescheidenheit sagen zu können, mit 32.000 Kontakten, dass ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Und dieses Spiel ist immer wieder duplizierbar, egal welches Thema, egal welche Nische, von eins anfangen. Es beginnt oftmals bei der richtigen Marktanalyse zu schauen, was sind meine Keywords? Weil viele optimieren auf ein Produkt und denken, sie wissen, wie der Markt funktioniert. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben einen Kunde, das ist ein Unternehmer, und der verkauft Hörgeräte. Und die Geschäftsleitung hat sich aber entschieden, Hörsysteme, sie wollen sich differenzieren von ihrem Wettbewerb. So, die haben alles ausgelegt auf Hörsysteme. Und sind dann zu uns gekommen und sagen, ja, unsere Google-Performance, die funktioniert nicht. Dann sagen wir, okay, habt ihr mal eine Keyword-Analyse gemacht? Na, brauchen wir nicht, weil Hörsysteme ist unser Fokus. Dann habe ich gesagt, alles klar, lass uns mal eine Keyword-Analyse machen. Dann stellen wir fest, Hörsysteme, 480 Suchergebnisse, Hörgeräte, 40.000. So, also ein zehnfaches, ein hundertfaches Potenzial, nur wenn ich ein einzelnes Wort ändere. Und das ist auch für den Affiliate wichtig. Auf welches Wort positioniere ich mich? Und wie sucht eigentlich der Mensch? Wie ist die Marketingsprache? Wie baue ich den Trichter? Wie generiere ich Traffic aus den Suchmaschinen? Was ist bei SEO zu beachten? Und genau da so einen Fahrplan zu erstellen, von A bis Z eben dieses große Bild anzuschauen, genau das werden wir in dieser Fallstudie machen. Und diese Fallstudie, die ist für kurze Zeit online. Und da gibt es die Möglichkeit, einfach mit dabei zu sein, mein System zu bekommen, wie man sich einfach nie wieder verzetteln und einfach die Ergebnisse und Resultate erzielen kann. Allerdings auch mit dem richtigen Mindset ranzugehen, das wird nicht in 2 Tagen funktionieren. Das muss auch klar sein. Und ich glaube aber trotzdem, in 10 Wochen, 12 Wochen, wenn da die erste 5-stellige Einnahme da wären und das verteilt auf 3 Monate, glaube ich, wäre das schon eine unheimliche Bereicherung für viele Leute. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, die Fallstudie, den Link dazu, den gebe ich da unter dem Video rein, beziehungsweise wenn du die Podcast-Folge hörst, gebe ich dir das unter www.geldsack.academy/Jens rein. Wenn du das direkt klickst, beziehungsweise auf dem Blog, findest du dann auch nochmal den Link, hätte ich gesagt. Super Geschenk, muss ich sagen. Super Inhalte. Habe jetzt selber immer wieder was dazu gelernt, weil man lernt ja nie aus. Ich bin ja noch ein bisschen weiter hinten bei dir, bei der 2. Affiliate-Meisterschaft. Du bist ja schon wieder in Platz 1. Ich bin zumindest jetzt einmal unter die Top 10, aber ich werde die Strategien, die du da so in deiner Fallstudie machst, natürlich auch für mich selber verwenden und umsetzen. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und für die Tipps und gibt dir natürlich noch das Schlusswort und vielleicht kannst du noch den einen oder anderen Insider-Tipp nochmal jetzt da raushauen, wie man jetzt starten soll oder was man jetzt da am besten machen sollte. Ich möchte gerne ein Zitat verwenden und zwar auch wieder eine Metapher. Während die einen fragen, was die Zukunft bringt, gestalten die anderen ihre Zukunft selbst. Und ich glaube, wir alle brauchen einfach so eine Vision, einen Traum, ein Ziel, was wir gerne erreichen wollen, unabhängig davon, was für ein Ziel das ist. Und jedes Ziel ist in irgendeiner Form ehrenswert. Und wir brauchen alle die Möglichkeit, woran wir glauben können. Und ich habe keine gute Voraussetzungen gehabt. Ich bin Legastheniker. Also ich bin die Person gewesen, die alle das immer ganz lustig fanden, wenn ich vorlesen durfte. Also ich fand es nicht so toll in der Schule. Und ich habe kein reiches Elternhaus, ich habe kein Marketingstudium. Und es ist für jeden möglich, wenn man tatsächlich beharrlich an den Dingen dranbleibt, die richtigen Dinge tut. Und auch so diese Einstellung, etwas Neues offen zu sein, gibt es ein wundervolles Zitat von Pippi Langstrumpf, die sagt, wenn ich etwas noch nie getan habe, dann bin ich der vollen Überzeugung, dass es großartig wird. Und so ist es auch genau da. Wenn man etwas Neues hört, ein neuer Impuls, der vielleicht etwas beängstigend ist, sollte man einfach trotzdem offen und empfänglich dafür sein und einfach sich nicht davor verschließen vor neue Möglichkeiten. Denn das bietet gerade jetzt in der heutigen Zeit so ein unglaubliches Potenzial, was man im Internet machen kann. Und ich habe im Internet alles zu verdanken.
Denn heute kann ich mein Leben leben. Und für mich heißt nämlich auch Freiheit, mir niemals mehr einen Wecker stellen zu müssen. Und das ist genau dieser Aspekt. Das muss nicht immer auf irgendwelche Fincas oder irgendwelche Luxusurlaube sein. Freiheit ist für mich, meine Persönlichkeit zu entfalten. Freiheit ist für mich, nie wieder einen Wecker stellen zu müssen. Freiheit ist für mich, mit meiner Partnerin meine Bucketliste zu leben. Freiheit ist für mich, Zeit für die Familie zu haben. Freiheit ist für mich, meine Stärke und meine Potenziale voll zu leben. Und die entscheidende Frage ist, was ist deine Definition Freiheit und wie kannst du diese Freiheit dazu nutzen, um wirklich ein Großartiges zu machen? Denn vielleicht öffnet sich gerade jetzt in dem Moment eine Tür und vielleicht ist es nur notwendig, durch diese Tür durchzugehen und mal zu schauen, was gibt es da draußen noch. Vielleicht bleibt die Tür aber auch immer zu, wenn du dies nicht erkennst und das ist auch okay. Aber wenn sich die Tür öffnet, dann kannst du deine eigene Freiheit für dich definieren und hast die Möglichkeit, dein Leben zukünftig selbst zu gestalten. Und das an dieser Stelle mein Schlusswort. Nichts mit Marketing zu tun, nochmal was zum Nachdenken. Und an dieser Stelle vielen Dank, Roland, dass ich hier sein durfte. Danke für deine tolle Frage, für deine gute Vorbereitung. Ich freue mich auf alles Weitere. Super, ich sogar danke und viel Erfolg weiterhin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal und vergiss nicht, unter dem Video jetzt auf den Link klicken und hol dir die Fallstudie jetzt da. Tschüss, pfiat und servus.